Leichte Entspannung im Süden, steigende Pegelstände jedoch im Osten des Landes. Das Hochwasser hat Deutschland weiterhin fest im Griff. Und damit herzlich willkommen zu Brisant. Ja, die dramatische Hochwasserlage in Ostdeutschland verlagert sich zunehmend also an die Elbe. In Halle in Sachsen-Anhalt kämpfen Helfer gegen das Saalewasser. Auch die Kulturstadt Dresden ist betroffen. Die Dresdner Bevölkerung wurde gebeten, auf unnötige Fahrten mit dem Auto zu verzichten und den Weg für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Und auch in Meißen und Pirna in Sachsen steht das Wasser in der Stadt. Ja, wir schauen jetzt über die. Sprechen wir jetzt mit meinem Kollegen Martin Breitkopf. Martin, die Lage in Regensburg, sie spitzt sich derzeit dramatisch zu. Wie sieht es denn vor Ort momentan aus bei Ihnen? Über diese Wende läuft. Welches Szenario ist denn dann zu erwarten? Ja, auch heute beschäftigt sich ein Brennpunkt in der ARD mit dem Thema Hochwasser, die Flut und die Folgen, heißt es dann um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Ja, weiterführende Informationen bekommen Sie natürlich auch auf unserer Webseite unter www.brisant.de. Und hier geht es jetzt weiter mit unseren Meldungen des Tages. Erstmals seit mehreren Wochen hat man diesen Mann hier, Sprintstar Oscar Pistorius, wieder in einem Gerichtssaal gesehen. Die Anhörung dauerte aber gerade mal 15 Minuten. Dann stand fest, der Prozess wird vertagt. Pistorius muss jetzt am 19. August vor Gericht erscheinen. Das Makabere an diesem Datum, an dem Tag, wäre seine mutmaßlich von ihm erschossene Freundin Reeves Steenkamp 30 Jahre alt geworden. Begründet wurde das neue Datum mit notwendigen weiteren Ermittlungen. Denn hier sind seit gestern diese beiden hier unterwegs, das neue strahlende niederländische Königspaar Willem Alexander und Maxima. Nachdem die beiden gestern in Berlin und Wiesbaden bejubelt wurden, ging es heute weiter durch Hessen und das Paar hat ein ganz schön straffes Programm zu absolvieren. Doch bis heute Abend sind die Royals in Stuttgart und wir alle im Oranjefieber. Und von einem Traumpaar geht es gleich weiter zum nächsten, zumindest zu einem baldigen Brautpaar. Zu Prinzessin Madeleine von Schweden und zu ihrem Verlobten Chris O'Neill. Ja, der Hochzeits-Countdown läuft. Stockholm wird herausgeputzt, der rote Teppich kräftig gesaugt. Denn am Samstag ist der große Tag für die beiden. Dann geben sie sich das Ja-Wort. Hoffentlich. Dass da helle Aufregung im ganzen Land herrscht, ist nicht verwunderlich. Und da ist sie wieder. Die Frage aller Fragen, wie wird das Kleid der Braut denn aussehen? Sie gilt als unerschütterlich, ist immer gut behütet und hat eigentlich, auch wenn das Königshaus mal wieder in den Schlagzeilen steckt, ja immer ein Lächeln übrig. Die englische Queen. Seit Sonntag bereits ist Elisabeth II. In Feierlaune, Grund ihr 60. Krönungsjubiläum. Ja, und wenn man so gefeiert wird, hat man auch das Recht, Dinge zu machen, die einem am liebsten sind. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Queen beim traditionellen Pferderennen Epsom anzutreffen war. Und heute ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten. Wenn ich vom Titel In the Army Now oder von Rocking All Over the World rede, wissen die meisten von Ihnen sicherlich, um welche legendäre Rockband es geht. Status Quo, richtig. Seit Jahrzehnten ist die Band weltweit mit dem unverkennbaren Sound unterwegs, verkauften etwa 120 Millionen Alben weltweit. Und jetzt sind sie wieder da, genauer gesagt zwei von ihnen. Die Gründungsmitglieder Rick Parfitt und Francis Rossi haben einen Soundtrack zum Film Bulla Quo aufgenommen. Es geht quasi um die Welttournee der Band anlässlich ihres 50. Bühnenjubiläums. Komm her. Ein schnelles Tschüss für heute. Morgen Punkt 17.15 Uhr sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen.